Du bist ja eigentlich ein Mysterium für mich. Weil wir kennen uns seit 1,5 Jahren, wir haben es lustig und du sagst dann immer so mega philosophisches Zeugs und so. Aber ich weiß nicht mehr eigentlich, weißt du? Ja, ich bin auch völlig nicht auf der persönlichen Ebene, wenn es um Konversation und so geht. Da, also weißt du, so, was soll ich irgendwie biografisch irgendwie, weißt du, ah, dies und das und bla. Ich habe auch, also es ist wirklich sehr viel, hat sich in den letzten paar Jahren erst so entwickelt, weißt du, dass ich mich entschieden habe, wie wollte ich denken, wie wollte ich überhaupt sein, was sollten so die Grundpfeiler sein von meinem Denken, Prinzipien und keine Ahnung. Und dort ist es immer weiter weg vom Ego, also alles, was so dich als Person und vor allem all das, wo, weißt du, die Vergangenheit. Also Leute, die ihre Vergangenheit anschauen und sagen, mir ist das passiert, dann ist das und das nicht gut gelaufen und dann ist der und meine Eltern und das und das und das, nehmen sie dann als sozusagen Grund, als Dominoeffekt für ihre Zukunft. Was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Also, das verstand ich absolut. Ich ärgere mich immer bei diesen Filmen, wo irgendjemand irgendeinen Scheiß macht und dann kommt so die Backstory und dann, oh, er ist früher von seinem Vater mit dem Gurt geschlagen worden und darum ist das alles. Mhm. Ich finde das immer so ein bisschen die Opferrolle von der Vergangenheit, von den Sachen, die dir passiert sind, nehmen als Grund für irgendein zukünftiges Ereignis oder deinen Werdegang. Und darum erzähle ich auch nicht viel über Biografisches oder so, über einfach, keine Ahnung, wenn jemand mich fragt, easy, aber mich interessiert viel mehr grössere Sachen und Themen, die halt mehr, also viel grösser sind als so das Einzelne oder der Einzelne. Bist du Buddhist? Nein. Hinduist werden dann, aber nein, überhaupt nicht. Voll nicht. Und die Lösung vom Ego ist ja eigentlich sehr buddhistisch. Ja. Aber es gibt ja trotzdem, behaupte ich, einen Grund, warum du das irgendwann angefangen hast. Es ist vielleicht nicht hauptverantwortlich, aber es ist sicher ein Mitauslöser gesehen. Weil wir haben mal eine Sendung, die ich beim SRF noch moderiert, Wochenrundshow, habe ich dir mal zu Gast gehabt. Und du hast als Gastgeschenk, ja, hast du so einen Totenkopf mitgenommen und hast gesagt, ja, das ist eine ganz eine tolle Geschichte, ganz eine positive Geschichte. Und dann erzählst du mir live auf dem Sender. Das erste Mal. Ja, ich bin fast mal gestorben. Und ich bin mehrmals. Nein, stimmt, so ist es gesehen. Ich bin mehrmals gestorben. Für mehrere Sekunden klinisch tot gesehen und so. Das Geile ist, die Wochenshow ist so ein Unterhaltungs-, so ein Quiz von der Woche, so ein bisschen. Die Musik im Hintergrund ist so di 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 und du so, ja, ich bin schon mehrmals gestorben und dann bin ich einfach zu still und dann hörst du hinten so di 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 und ich habe so gedacht, Jesus. Und es gibt so klassische Geschichten, wo ich ein paar Menschen im Umfeld schon erlebt habe. Ganz klar, ein Erlebnis, völlig einschneidend. Frag mich nicht, Autounfall oder irgendetwas. Mm-hmm. Oder mal, kann schon lange, dass man eine schwere Krankheit gehabt hat und man hat sie besiegt und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Sachen und dass ab dem Moment sich etwas ändert. Und bei dir ist es, glaube ich, eher so ein fließender Prozess, weil, also warum bist du mehrmals klinisch tot gewesen? Weil du, wenn ich es jetzt richtig sage, die Empfindlichkeit am Ellbogen. Ellbogen und Knie. Ellbogen und Knie. Yeah. Dass, wenn man sich irgendwie anschlägt, dann zuckt es ja normalerweise ein bisschen. Das ist wie ein elektrischer Stromschlag. Genau. So vom Gefühl her. Und bei dir hat es immer schnell das Herz abgestellt. Dann. Ja, es hat einfach überreagiert, Tunnelblick, ohnmächtig und dann ein paar Sekunden Herzstillstand und dann wie so ein Reboot einfach. Und dann hat die Mutter dir ein Medikament gegeben? Also, es ist ein paar Mal passiert. Das erste Mal, als ich mit einem Monat oder 2, 3 Monate alt war, hat mich mein Vater so aus dem Babybett so rausgelupft. Und es hat so ein Gitter halt vorne dran gehabt und meine Beine sind so wie über das Gitter nur geschleift. Und dann, wo die Beine freigekommen sind, habe ich meine Knie bei ihm am Arm angeschlagen. Und dann einfach so, das Knick einfach so, also der Kopf ist dann so, ich bin einfach ohnmächtig geworden.
Dann hast du den Kopf auf die Seite und der Vater hat so gemeint, oh mein Gott. Du, das Kind stirbt einfach eben, so in deinen Händen. Stell dir das vor, mit irgendwie 3 Monaten. Voll, nachher eben haben sie mich so ein bisschen wieder wach bekommen. Und dann ist es ein paar Mal passiert, halt in der Kindheit. Beim Spielen und bei der, also wir beim Cousin in Solothurn gewesen, wo wir vom Bürotisch von seiner Schwester aufs Bett gekumpelt sind. Ich habe ein Salto gemacht, mir hat es einen Schnuff verschlagen und dann bin ich auch umgekippt. Und mein Vater hat dann immer, also du gehst dann so in Schockstarre-mässig, weißt du, das Gebiss verkrampft sich, alles verkrampft sich eigentlich und dann musst du das Gebiss lösen, Zungen raus und so Seitenlage und so. Und irgendwann mit 13 oder so ist das letzte Mal passiert und dort bin ich im Badzimmer gesehen, mich auszogen und habe dort meinen Ellenbogen angeschlagen am Lavabo und bin dann umgekippt und bin noch auf die Badwanne angeschlagen und so und ich habe immer noch leichte Beulen und so, ist nicht ganz sagen. Und dort sind wir zum ersten Mal ins Spital wegen dem. Vorher sind wir nie ins Spital. Mhm. Dort sind wir ins Spital. Was hatten sie denn gemacht, wo du 3 Monate alt bist? Oh mein Gott, der ist tot. Ah nein, er lebt wieder. Okay, egal. Ja. Sie haben mich gerade irgendwie wegrühren und nachher bin ich aufgewacht. Nein, ja. Dann sind wir ins Spital. Ja, sind wir ins Spital. KSW Winterthur. Danke vielmals für die Unterstützung. Sind wir dort angegangen. Sie haben mich ein paar Nächte unter Beobachtung gehabt und dann habe ich Tabletten bekommen, die müssen nehmen. Während der Tabletteneinnahme, während dieser Periode, habe ich auch mein Knie da und dort mal angeschlagen. Mhm. Und habe aber mir immer gesagt, hey, ich nehme ja die Tabletten, das kann ja gar nicht mehr sein und so. Und dann so durchgeatmet und dann ist so kurz schwarz aber wieder gekommen und ich bin nicht mehr ohnmächtig geworden. Mhm. Und Jahre später, wirklich vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor ich mit dem Comedy-Zeug angefangen habe, gehe ich zu meiner Mutter und sage, hey Mutter, weißt du noch, früher, als ich gestorben bin und so. Und sie so, was ist mit dem? Ich so, weißt du noch, was das war? Ich habe es versucht zu googeln und habe nichts gefunden. Und sie so, wieso passiert das wieder? Und so, ich so, nein, es kann ja nicht mehr passieren. Ich bin ja geheilt und so, aber weißt du noch, wie das geheißen hat? Und sie immer darauf pocht, so, sie so, sag mir, wenn es wieder passiert. Gell, wenn es wieder passiert ist, muss man sagen. Ich so, hey, es kann nicht mehr passieren, oder? Also, was ist es gewesen? Und sie so, ja, eigentlich darf ich dir das nicht sagen. Und dann bin ich gerade hellhörig geworden. Ich so, hey Mutter, was? Erzähl mir jetzt, was das ist. Kannst du mir wenigstens sagen, welche Medikamente und so? Und sie so, ja, nein, weißt du, der Arzt hat nicht herausgefunden, was du hast. Und bei der Beobachtungsphase war einfach nichts gewesen. Und erst nach diesen Tabletten-Ding ist es einfach weggegangen. Aber es ist Placebo, es sind Placebo-Tabletten gewesen, einfach so irgendwie Zuckertabletten. Hast du Grün gekriegt? Ja, wahrscheinlich irgend so ein Ding. Und weil ich es jetzt weiss, hat sie angefangen wieder Angst gehabt, dass wenn es wieder passiert, jetzt durch das Wissen, sollte der Placebo-Effekt vielleicht ausgeschaltet werden oder irgendetwas ist nicht mehr vorgekommen. Aber seitdem habe ich das mega, wirklich bin ich voll dort drin und habe mega viel, also auch über die Forschung vom Placebo-Effekt erfahren. Es gibt mega viele Studien, wo du machst als Mediziner, immer wenn ein neues pharmakologisches Erzeugnis kommt, muss man das testen und mit einer Kontrollgruppe, wo Placebos bekommt, auch bestätigen, dass das wirklich der Effekt von der Tabletten ist. Dann hast du Heal geschaut auf Netflix? Nein. Schau das. Es ist huere crazy. Aber das ist schon vor dem natürlich. Eben, dass du eben so eine Kontrollgruppe hast und es ist nicht unüblich, dass die Kontrollgruppe mit den Placebos auch bis zu 60, 70, 75 Prozent darauf reagiert. Ein Kollege von mir hat bei der Seilpost gearbeitet oder arbeitet dort. Dort haben sie mal einen Fall gehabt, wo ein Umschlag geöffnet worden ist bei der Verzollung. Dort müssen sie immer reinschauen, was drin ist. Und dann ist so das Pulver ausgeleert und dort ist so mit Giftpulver-Sachen, Anschlag, mega Paranoia gewesen. Und dann haben sich irgendwie 12, 13 Leute einliefern lassen ins Krankenhaus. Und bei über der Hälfte der Leute hat es wirklich Vergiftungserscheinungen gegeben, wie bei den Bluttests. So Antikörper haben sich gebildet und so. Und dann ist rausgekommen, es ist Backpulver. Das ist der Nocebo-Effekt, das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Und die zwei Sachen haben mich so fasziniert. Ich bin mega dort drin. Die Spontanheilungen von irgendwelchen Leuten und bla und Selbstheilungskräfte vom Körper und all das Zeug. Und dann bin ich voll eben in das Ding hineingetaucht. Und was ist deine Frage? Das ist eigentlich scheißegal. Ich habe mal irgendeine RTL, ProSieben, was weiß ich, Beitrag gesehen, wo sie ans Oktoberfest sind und alkoholfreies Bier ausgeschenkt haben und Menschen, also nicht alle, aber so 80% sind trotzdem hackenvoll geworden. Und zwar wirklich, weißt du, so, hey, was hast du gefühlt, wie viel hast du jetzt pro Mehl? Sie hat 2,1, ja, ich hatte schon 4 Massen. So.
Und dann machen sie den Alk-Test und es ist wirklich 0-0. Außer eine, die hat dann wirklich gesagt, ganz ehrlich, ich habe zwei Maß getrunken, normales könnte ich jetzt nicht mehr stehen, das kann nicht sein. So. Und, aber alle anderen haben sich wirklich stark besoffen gefühlt in dem Moment. Ist das ein Placebo oder ein Nocebo? Das ist Nocebo, oder? Kommt drauf an. Alkzebo. Nein, das ist glaube ich schon ein Placebo, weil du ja etwas einnimmst in der Erwartung. Genau. Ja. Und was ist das? Heal auf Netflix? Ja. Wo es um das geht. Genau, wo mega viele Leute darüber berichten, wie sie selber sich gehalten haben. Die eine Frau hat irgendwie Krebs gehabt und überall Tumore, die ganze Wirbelsäule durch auf und im Kopf und dort und dort. Und ist eigentlich ins Koma gefallen. Mhm. Wegen der wirklich, es war Endstadium gewesen. Und hat dann so einen Moment gehabt, wo sie in der weiß ich nicht, geistigen Welt sozusagen sich gefühlt hat, in dem halt, dort wo du halt bist nach dem Tod, wo auch immer. Und hat irgendwie ihren Vater gespürt, seine Präsenz, und hat wahrscheinlich mega Probleme gehabt mit ihrem Vater und hat dort aber von ihm wie so das Gefühl bekommen, so überhaupt keine Verurteilung wegen was auch immer. Mhm. Und hat so die pure Liebe gespürt in dem Moment, ist aufgewacht. Und dann hat sich wie ein Knopf gelöst bei ihr und sie hat sich im Eiltempo ist sie geheilt worden. Etwas, wo du nie im Leben medizinisch könntest sagen, dass es funktioniert. Und das ist, die Krebsforschung ist sowieso, also, mega fragwürdig. Also es gibt sehr viele Studien, wo so psychosomatische Gründe für Krebserkrankungen erforschen, dass du eigentlich durch irgendwelche Traumas, die du halt psychisch hast, dann gewisse Sachen in deinem Körper in Gang gesetzt werden, die dann Überfunktion von gewissen Organen hervorruft, die dann eben zusätzlich wie Gewebe sich anfängt zu bilden und das dann als halt Tumor oder als Krebszelle. Also du, wo den Placebo-Effekt selber erlebt hast, glaubst du denn, eben an so etwas wie, dass eine sich selber durch Willenskraft hat können von Krebs befreien? Also, oder kann das einfach eins von Millionen Fall sein, wo man es halt nicht erklären kann, warum? Oder vielleicht kann man sogar mittlerweile wissen. Es langt ja, wenn einer passiert. Ja, das ist eben die Frage. Ja. Ja. Also ich glaube eben, zu deiner Ursprungsfrage zurückkommst du mir jetzt in den Sinn gekommen, wegen einem einschneidenden Erlebnis im Leben, wo dann die Leute umdenken und so, finde ich auch immer ein bisschen kritisch. Weißt, vor allem das Gefühl, wo ein Autounfall hat, nachher mega religiös werden oder sich irgendwo sonst irgendwo drin verfangen. Und bei mir ist es wirklich so ein schleichender Prozess von Sachen, die lang vorbei sind, aber wo ich jetzt neu aufgerollt habe und wieder neu anfangen darüber denken. Und eben, es ist so viel mehr als das physische, körperliche, wo wir halt so uns damit abfinden. Und das ist halt mega spannend, um darüber hinaus Sachen erforschen und überlegen, was also so die Natur vom Mensch eigentlich ausmacht, nebst dem physischen.